Sie haben ja auch mal im Aufsichtsrat, im Rundfunkrat, glaube ich, vom Bayerischen Rundfunk gesessen. Da sitze ich immer noch. Ja, ich meine, das ist ja interessant, die Klage über den öffentlichen Rundfunk. Da sitzen ja reihenweise Politiker mit drin. Und viele beklagen halt gerade diese Einseitigkeit. Aber warum tut man nichts dagegen? Oder was könnte man dagegen tun? Ja, also zur Korrektheit, der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks besteht aus 50 Menschen, Männern und Frauen. Ich sitze da drin für die FDP und bin ein Einzelkämpfer. Ehrlich gesagt, ich bin fast ein Nestbeschmutzer, wenn ich da kritisiere und so. Etliche Rundfunkratskollegen haben geschrieben, ich soll austreten, ich soll aufhören, weil ich die Kollegen kritisiere. Da wird nicht genug getan. Wir müssen mehr darauf achten. Die können ja so links wählen, wie sie wollen, wenn sie privat sind. Aber sie müssen sich an die verfassungsmäßige Aufgabe halten, neutral zu berichten. Und darüber müssen die Rundfunkräte und beim ZDF, der Fernsehrat, genauer achten. Nun kann man ja schlecht nach Gesinnung eine Einstellungspolitik machen. Aber die Frage ist doch, warum ist der öffentliche Rundfunk so attraktiv, vorzugsweise für linksgrüne Leute und nicht für ganz normale, auch konservative Menschen? Ja, das wird so weitergehen, weil Linke stellen nur Linke ein. Ja, es gehen von unseren Kollegen nicht so viele Bürgerliche, gehen nicht in die Öffentlich-Rechtliche. Ich erinnere mich an die Zeiten, als Dieter Stolte Intendant vom ZDF war, da rief er mich mal an und sagt, wir besetzen ja hier bis runter in die Abteilungsleiterposten nach Proporz, ein Schwarzer, ein Gelber, ein Grüner und so. Haben Sie nicht einen, der mit der FDP sympathisiert? Ich finde keinen, ich wusste auch keinen. Ja, aber links ist halt weltverbesserisch und die sind, wie die Bayern sagen, die mehreren. Tja. Halten Sie den öffentlichen Rundfunk für reformierbar? Die Struktur ist ja kompliziert, die Länder sind zuständig, es muss immer Staatsverträge geben. Und dann gibt es immer die Aufrufe, gerade die Union beispielsweise hat, glaube ich, im Grundsatzprogramm stehen, ja, die Reform muss von innen herauskommen. Das würde mich jetzt wundern, wenn die Instanz öffentlicher Rundfunk sich von innen reformiert. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu teuer und zu einseitig. Und von den 10 Milliarden, die Sie zur Verfügung haben, das ist die höchste Einnahmequelle aller öffentlich-rechtlichen Systeme in der Welt, geht nicht genug ins Programm. Und von innen wird gar nichts reformiert. Die derzeitige Spardruck, der durch die Skandale in Berlin-Brandenburg ausgelöst wurde, geht auf die armen Freien, auf die Kreativen, am Programm wird rumgedoktert. Wir haben aber das große Strukturproblem, dass wir 6, 7, 8 technische Direktoren, Produktionsdirektoren, Verwaltungsdirektoren haben mit riesigen Apparaten. Und wenn ich mit einem Intendanten alleine bin, sagt er, da können wir nichts machen. Also im Grunde müssen die Ministerpräsidenten, die ja immer zusammenhocken, und die müssten die Aufgabe ändern. Die müssten sagen, wir macht uns einen Vorschlag, wie wir mit 5 Anstalten auskommen. Weil was brauche ich so 9-fach Übertragungswagen, wenn ich nichts zu übertragen habe? Eines Tages werden wir die Verwaltung live senden. Das ist immer ein sehr schöner Anblick, wenn Politiker durch die Welt reisen und man hat dann im Amazonas-Regenwald hat man 3 ARD-Mikrofone, ZDF-Mikrofon, Deutsche Welle-Mikrofon und dann gerne noch irgendwelche regionalen Korrespondenten auch von den Öffentlichen dabei. Das ist immer sehr beeindruckend. Das ist ein schönes Beispiel, weil es gibt ja den Vorschlag, die Auslandskorrespondenten von ARD und ZDF zusammenzulegen. In Singapur, in Mali, in Kairo, überall sitzen die und sind schlafende Reporter, da passiert nichts. Wenn aber mal ein Scholz kommt oder ein deutscher Berliner Minister kommt, dann reißen die Hauptstadtkorrespondenten mit. Das sind die armen Kerle wieder nur Statisten. Ja, das wäre eigentlich ihre große Stunde. Also das gehört zum Reformpaket, wie ich es mir wünsche. Nun wäre ich persönlich ja bereit für ein gutes Korrespondentennetz zu zahlen, wenn ich nicht tendenziöse Berichterstattung daraus bekäme. Also wenn mir der 5. USA-Reporter erklärt, warum Trump doof ist, dann habe ich es irgendwann verstanden. Ich würde aber eigentlich lieber wissen, warum wählen die den? Er muss ja irgendein Faszinosum haben. Bei Berlusconi war es jahrelang das Gleiche. Also ein Korrespondentennetz, was immer die deutsche Brille mit vor Ort nimmt, finde ich jetzt auch nicht so effizient. Ja, wir sind die Belehrer der Welt zum Thema Trump noch. Da
kann man ja über dessen Seriosität kann man ja schön diskutieren. Aber was überhaupt nicht vorkommt, auch weder bei ARD und ZDF, ist die Klapprigkeit des Joe Biden. Darüber muss man auch reden. Der Mann, ich bin ja selber alt und bin da vorsichtig mit der Kritik an älteren Männern, aber der ist schon oft hingefallen, hat Leute verwechselt, auf falsche zugegangen, falsche Menschen zugegangen, hat Sprechfehler. Also die Demokraten brauchen auch, wenn ich mal aus deutscher Schiedsrichtersicht das sage, brauchen auch einen gesünderen Kandidaten. Mit Helmut Markwort, dem Medienmacher und Gründer, Herausgeber und früheren Chefredakteur des Magazins Focus und dem vielfältigen Gründer verschiedenster Medienmarken, habe ich über die deutsche Medienlandschaft gesprochen. Aber er kandidiert auch für die FDP im Bayerischen Landtag, auch über die Lage der FDP, die Ampelpolitik der FDP und der Liberalen und wie die politische Landschaft insgesamt in Deutschland aussieht. Absolut spannend, sehr knackig, sehr kurz und kurzweilig. Guckt mal rein, www.news.de, N-I-U-S, es lohnt sich.